Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir drehen heute ein mega cooles Video. Wir ernähren uns einen Tag lang wie Julian bzw. The Franklin. Wir haben auf jeden Fall ziemlich Bock auf das Video. Wir haben ihm geschrieben und er hat uns seinen Ernährungsplan mal für einen Tag geschickt. Also er hat keinen strikten Ernährungsplan, aber so könnte ein Tag von ihm aussehen. Und wir werden uns heute genauso ernähren. Also dann viel Spaß bei dem Video. Zum Frühstück isst er eigentlich so gut wie jeden Morgen, was ich auch immer in seiner Insta-Story sehe. 180 Gramm Königin Frischkäse. Wir haben hier den weniger fett, ich denke mal, den nimmt er auch. Er nimmt zwar Bio, aber wir haben kein Bio gefunden, deshalb haben wir jetzt den normalen genommen. Dann nimmt er Heidelbeeren, 250 Gramm. Da haben wir auch keine im Laden gefunden, keine frischen, deshalb haben wir tiefgefrorene genommen. Aber ich denke mal, das geht auch klar. Und dann nimmt er noch einen Scoop Vanille Ray. Das haben wir auf jeden Fall da. Das war es eigentlich schon. Und ich weiß nicht, ob das schmecken soll, aber wir werden sehen. Und das Schlimmste ist, er liebt Kaffee. Und ich hasse Kaffee. Wir haben schon extra eine kleine Tasse genommen, damit wir etwas verschont bleiben, aber. Aber jeder hat andere Vorlieben. Also Leute, let's go. Okay Leute, er nimmt immer 250 Gramm Heidelbeeren. Irgendwie sind die Schüssel zu klein, die passen jetzt nicht rein. Deswegen füllen wir uns immer nach die Heidelbeeren und essen sozusagen erstmal die ersten Heidelbeeren runter, sag ich mal so. Und füllen uns dann immer nach, weil nicht alles in die Schüssel passt. So Leute, wir haben das Ganze jetzt getrackt und das Ganze mit dem Kaffee hat genau 400 Kalorien, 51,5 Gramm Kohlenhydrate, 44,4 Gramm Eiweiß und 4,2 Gramm Fett. Auf jeden Fall ziemlich gute Werte, um den Tag zu starten. Und zumindest auch ein paar Kohlenhydrate, denn die fehlen uns total relativ. Wir füllen uns immer noch etwas Himbeeren im Heidelbeeren nach, aber erstmal das. Also, es sieht aus wie Milchreis und ich liebe Milchreis. Okay, probieren wir. Also ich finde es ziemlich geil, es schmeckt irgendwie wie Milchreis mit Vanille und Heidelbeeren. Also es schmeckt wirklich ziemlich gut und ich habe richtig Bock, das jetzt zu essen. Vielleicht hat sich mein Geschmack ja geändert. Es geht sogar. Man kann es machen. Ist okay. Also Leute, kurzer Kamerawechsel, weil der Akku leer ist. Also ich hoffe, dass der Ton ist jetzt nicht so schlecht. Aber die Kamera wird geladen. Und ja, wie gesagt, wir essen sowieso. Ja. Ich habe auf jeden Fall mega Bock darauf. Das sieht verdammt lecker aus. Und ist es auch. Und das werden wir uns jetzt gönnen. Vor allem mit den vorne Heidelbeeren. Also musst du auch mal probieren. Ist auf jeden Fall mega gut. Auf jeden Fall sind es ziemlich viele Heidelbeeren. Die Packung wird leer. Der ist wenigstens schön warm. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich lecker. Auch der Kaffee ging erstaunlicherweise klar. Und ich bin relativ gut gesättigt. Und jetzt geht es sowieso ins Training. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Sättigkeit fürs Training. Er trainiert nämlich auch meistens nach dem Frühstück. Also machen wir das jetzt auch. So Leute, wir haben es jetzt nach dem Training, also wir waren gerade duschen und jetzt gibt es den Proteinshake, natürlich um die Eiweiße zu safen. Er trinkt nämlich nach dem Training immer einen Proteinshake und das passt uns ziemlich gut, weil wir trinken auch nach dem Training immer einen Proteinshake und ja, deswegen gibt es jetzt einen Shake.
Leute, wir haben uns hier einen richtig geilen Vanilleshake gemacht. Wir machen da manchmal noch Eiswürfel rein, weil es dann einfach gekühlt dann noch besser schmeckt. Ich würde sagen, gehen wir uns. Haben wir jetzt richtig, wo die Eiswürfel sind, ist es kalt? Mega, ne? Da muss man es immer ein bisschen nachziehen lassen, dass die Eiswürfel wirklich... Hat auch wahrscheinlich. Ich bin wirklich wie Vanilleeis. Anderthalb. Also ein neues Wort? Anders geil. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Er macht echt coole Videos. Wir verlinken ihn in der Infobox, also seinen YouTube-Kanal. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Esst ihr auch mal die Eiswürfel? Okay, wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit. Wir befinden uns jetzt beim Mittagessen. Ich habe richtig Bock. Ihr seht hier, wir haben hier einen Falafeldöner. Ich habe mir einen richtig fetten Falafeldöner gegeben. Der wiegt einfach 730 Gramm. Einfach extrem viel. Ich habe auf jeden Fall richtig Hunger. Und dazu trinkt ihr immer eigentlich eine ganze Flasche Club Mate. Wie auch immer man das ausspricht. Ich habe das nämlich schon nie getrunken. Aber die hatten nur noch beim Dönerladen eine Flasche. Und deswegen teilen wir uns einfach eine. Aber ich habe es auch schon nie getrunken. Ich habe auch noch nie einen Falafel-Döner gegessen. Und Falafel allgemein. Ich muss erst mal googeln, was das ist. Wir blenden euch hier mal irgendwo die ganzen Kalorien ein von dem Getränk mit dem Döner zusammen. Denn ich muss das nochmal genau tracken. Aber ich finde, dass es ziemlich viel ist. Dafür, dass es eine Diät ist, also okay, ein Mann kann auch mal mehr essen als eine Frau. Ich denke mal, er wird ca. bei 2500 Kalorien sein am Ende, aber ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir probieren das Getränk. Schmeckt ein bisschen nach Tee. Ich finde, es ist nicht so mein Ding. Ja, ich würde mir das auf jeden Fall nicht kaufen. Ich finde es nicht so eklig. Aber ich würde es mir auf jeden Fall nicht kaufen. Ja. Aber der Döner kann ja eigentlich schon gut werden. Also wir essen erstmal ein bisschen runter, weil ich schmecke noch keine Falafel. Also ich habe jetzt Falafel auf der Gabel und ich probiere zum ersten Mal Falafel. Schmeckt ein bisschen trocken, vielleicht ein bisschen mehr Soße. Schmeckt ein bisschen nach Kartoffelpuffer. Ich glaube Falafel besteht aus Kichererbsen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Man kann es auf jeden Fall essen. Schmeckt und eigentlich ganz gut, ja. Kein Wunder, warum man sich das ab und zu gönnt, denn das ist echt mega lecker. Und wir essen es. Ihr seht, Leute, wir haben aufgegessen und ich fand es mega lecker. Ich bin wirklich angenehm satt geworden. Mhm. Ich habe auf jeden Fall ziemlich Bock aufs Abendbrot. Aber das dauert leider noch ein bisschen. Und deswegen sehen wir uns dann beim Abendbrot wieder. Jetzt sind wir schon beim Abendbrot angelangt und er macht sich abends häufiger mal eine Bowl und er hat uns Audios geschickt, wie er es zubereitet. Und zwar zeigen wir euch mal die ganzen Zutaten, die wir dafür gekauft haben. Und zwar haben wir einmal Seelachsfilet, dann haben wir eine Mango, dann haben wir Brokkoli, Avocado, Kidneybohnen und Lauchzwiebel und dann noch Sojasauce. Ja, die steht hier auch. Also die Lachsfilet sind schon in der Pfanne und jetzt müssen wir erstmal die Kidneybohnen abwaschen. Dann schneidet ihr noch die Mango hin. Also Leute, das ist jetzt das Essen. Ich habe mega Hunger. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem rohen Brokkoli schmeckt. Weil ich koche den immer. Aber so gehen die Vitamine wenigstens nicht verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Gabel bekommen soll. Also mit der Sojasauce geht es auf jeden Fall gut klar. Es schmeckt auf jeden Fall ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Mango
irgendwie noch mit reinzuschneiden. Mhm. Hat auch was. Der Brokkoli ist halt ein bisschen hart, aber wenn man das mit dem anderen zusammen isst, dann schmeckt man das gar nicht, dass es hart ist. Mhm. So gehen die Vitamine wenigstens verloren. Ja. Also ich finde auf jeden Fall sehr lecker und ich bin inspiriert, weil vielleicht mache ich mir das auch öfter mal. Nebenbei natürlich YouTube-Sunday schauen. Der Geschmack mit der Mango ist echt interessant. Also ich wäre wirklich nie auf die Idee gekommen, Mango in meinem Essen zu machen. Ihr seht Leute, wir haben jetzt auch gegessen. Und es war wirklich sehr lecker. Also auf jeden Fall gute Wahl. Als Nachtisch gönnt sich Julian immer noch etwas ganz Bestimmtes. Das zeigen wir euch nämlich jetzt. Und zwar hat er erzählt, er gönnt sich abends immer Mochis. Und das tun wir jetzt auch. Ich habe wie gesagt noch nie so einen richtigen Mochi gegessen. Leute, zieht euch einfach rein. Diesen, wie weich der ist. Wie Teig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Also was das für Teig ist oder so. Ob das so Teig ist. Reihe rein. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich bin ziemlich gespannt. Es soll ja angeblich, es ist ja der Hit. Irgendwie mögen das alle. Ich bin mal gespannt. Also ich beiße es mal rein. So. Geiler Konzert. Hm. So sieht es dann eben aus. Also. Und ich finde es wirklich richtig geil. Geil. Dass das außen schmeckt. Dieses Mehlige ist, glaube ich, sowas wie Puderzucker. Schmeckt zumindest so. Mhm. Innen drin schmeckt es wirklich wie Schokofüllung. Obwohl es Red Beans ist, also mega. Und dieser Teig schmeckt so nach, weiß nicht, nach Puderzucker, nach Kreppelchen irgendwie. Das ist, also. Das schmeckt geil. Wie der. Das schmeckt wie der rohe Teig von Vanillegipfel. Das Abendbrot hatte übrigens mit dem Mochi 637 Kalorien, 74 Gramm Kohlenhydrate und 42,7 Gramm Eiweiß und 13,4 Gramm Fett. Auf jeden Fall sehr geile Werte und ja. Und damit verabschieden wir uns jetzt von diesem Video. Danke auf jeden Fall an Julian, dass er uns seinen Ernährungsplan so geschickt hat, denn ohne diesen Hinweis hätten wir das Video nicht so drehen können. Also schaut gerne bei ihm vorbei, er hat echt mega geile Videos und er ist auf jeden Fall eine Inspiration für uns. Schaut gerne bei uns auf TikTok und Instagram vorbei, das heißen wir so. Das war's jetzt wirklich mit diesem Video. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben einige Inspirationen gefunden. Und ja, wir finden auf jeden Fall seine Ernährung ziemlich gut und auch gesund. Viel Gemüse, viel Obst dabei. Und auch für Eiweiß das Wichtigste, Leute. Also einer der wichtigsten Sachen. Und man merkt auch, man kann sich auch, wenn man Fitness treibt, auch mal was gönnen. Denn er hat ja trotzdem einen Top-Body. Das war's mit diesem Video. Und ciao. Ciao.